So, wir sind jetzt hier im Festzelt. Hier ist es gesteckt voll. Hier im Hintergrund ist noch die Bundesmusikkapelle Unterlandkampfen. Und das Fest hier ist natürlich ein Highlight am Sonntag. Es ist voll. Ah, und da drüben sehe ich den Obmann, den werden wir uns jetzt gleich schnappen. So, bei mir jetzt der Obmann der Bundesmusikkapelle Oberau, der Unterberger Thomas. Thomas, wie bist du zufrieden mit dem Festverlauf? Ja, was soll ich sagen? Perfekte Sache, oder? Und dann jetzt hier nachher. Ja, die Stimme lässt es vermuten, es sind harte Tage gewesen, oder? Sehr wohl, ja, sehr wohl. Sehr wohl. Und ihr müsst jetzt noch morgen abbauen, glaube ich, oder? Und dann hast du Urlaub? Morgen abbauen und dann werden wir Bierli trinken und dann habe ich noch zwei Tage Urlaub zum Ausrasten ein bisschen. Ja. Braucht man vermutlich auch. Thomas, ich wünsche dir noch alles Gute heute für den Sonntag. Möchtest du der Gemeinde noch was sagen, der YouTube-Gemeinde? Ja, liebe Leute, ich möchte mich herzlich bedanken für den Besuch da beim Dollfest. Ich wünsche auch Oberau und seid wieder so gut, bald wir das nächste Mal Dollfest machen, kämpft wieder, ruft jetzt wieder aus. Dankeschön. Ja, das war's der Thomas. Ja, ein Festbesucher der alten Generation. Mal sieht's, drei Bier, die trugen natürlich ein bisschen auf. Ja, und hier stehen die Gäste an der Bar, die keinen. Ja, da wäre die Christiane. Christiane, könnten wir interviewen? Nein, sie mag, glaube ich, nicht mehr. Ich bin noch zu nüchtern. Das wird sie natürlich ändern. Später eine Stunde, dann stehe natürlich bei Interview dann bereit. So, bei mir jetzt der Christoph. Christoph, servus. Du hast ja heute noch einen Auftritt, ihr seid die Letzten. Wie hält man das aus, jetzt den ganzen Nachmittag nüchtern zu bleiben? Ja, ich halte es leicht aus, weil Nachtschicht. Aber du kennst andere, die was da nicht so machen, oder? Ja, schon, ja. Aber wir werden jetzt keine Namen sagen. Ja, nein, besser nicht, dass wir alles anonym bleiben. So, bei mir jetzt der Konrad, der Obmann der Bundesmusikkapelle Aufwach. Ihr richtet ja nächstes Jahr das Fest aus. Hast du schon irgendwelche Pläne, was da passieren wird? Ja, Pläne. Es ist natürlich schon alles da. Es ist im Kopf alles organisiert. Es ist also in einem geschlossenen, verschlossenen Kuvert. Das Kuvert ist noch nicht eröffnet, wird dann erst also zu Dreiklinik nachher im Jahr 2014 dann eröffnet, also aufgemacht. Und dann wird es also präsentiert, das Ganze. Aber es wird also ein tolles Teufels da wieder, wie man es auch gewohnt ist in der Wittschnau. Und wir freuen uns schon drauf, dass wir das ausrichten dürfen, das 59. Darf man schon verraten, was für ein Thema nächstes Jahr ist? Vom Umzug her, also das ist schon fix als das Thema, nur wir werden uns noch nicht in die Karten schauen lassen, weil das sollte einfach ein bisschen Überraschung sein. Es ist einfach noch zu früh, das heutige Dollfest, das 58. ist im Laufen und dann beim 59. da werden wir dann, also das natürlich früh genug, also im Frühjahr präsentieren. Ich habe jetzt erst schon Christoph gefragt, wie hält man das aus, wenn man als letzter dran ist bei den Bundesmusikkapellen, dass man dann noch die Leistung bringt? Ja, das ist natürlich jahrelanges Training und bei dem Umzug, da war das natürlich das Gute, dass einfach die Gasbeck weit genug vor uns gewesen sind. Dann hat man immer wieder zwischen frische Luft und dann natürlich, wir sind im Training bergauf, bergab. Es ist ein Muskantenleben, ist immer so bergauf, bergab. Und wir sind immer gewollt, dass wir bergauf gehen und das tun wir in nächster Zeit wieder. Ja, das gefällt mir. Der Konrad ist ja ein Musikant mit Herz und Seele. Also danke Konrad, wir sind gespannt, was nächstes Jahr passieren wird. Schönen Tag noch und gute Interviews und bravo macht's jetzt. Ja, bei mir ist jetzt der Holzwurm, der Hubert. Und Hubert, heuer war das Thema sehr holzverbunden. Wie hat dir das gefallen? Ja, sag dir das gut natürlich. Was man mit Holz da hat, gehört da ins Hochtal Wildschönau. Und Dollfest ist natürlich ein Highlight in der Veranstaltungsszene im Sommer. Du warst ja heuer nicht dabei, bist du nächstes Jahr vertreten mit dem Festwagen? Ja, jetzt lassen wir mal das heurige Jummer gehen, auch immer weiter. Ja gut, also das, wenn Sie besuchen wollen, das erste Holzmuseum, Tiroler Holzmuseum, in Aufach, direkt im Dorf, der Holzwurm, der Hubert, heißt Sie recht herzlich willkommen. Mit dem Scheiß tue ich nicht mit. So, bei mir sind jetzt Gäste aus Holland.
Aus Holland, ja, muss ich meine Sprache ein wenig umstellen. Ich kann ja holländisch im Akzent sprechen. Wie gefällt es Ihnen hier? Wie gefällt es Ihnen hier? Eine Woche. Sie sprechen kein Deutsch? Englisch? Du fahrst mit dir auch? Gut. Ja, da glaube ich, müssen wir wechseln. Der Michael Kuhn natürlich holländisch perfekt. Du bist der Moderator, retour mal. Wie gefällt es Ihnen hier? Das ist super! Hier, alles schön! Schön! Woher kommen Sie? Aus Thüringen. Aus Thüringen? Wir kommen schon 15 Jahre in die Wildschönau, nach Niederau, ins Café Marianne. Und uns gefällt so super, wir haben uns jetzt Lederhosen zugelegt und wir kommen bis uns die Beine nicht mehr tragen. Ja, und das Talfest gefällt Ihnen gut, oder? Ja, sonst wären wir ja nicht hier. Also alles spitze und immer jedes Jahr wieder schön und ich kann nur sagen, wir sind begeistert. Ja. Wildschönau, Werbung für die Wildschönau muss natürlich auch sein, also ich bedanke mich recht herzlich. Ja, ist zu unserer zweiten Heimat geworden. Boah, es lacht. Ja, bei mir jetzt der Kapellmeister der Bundesmusikkapelle Mühldal. Walter, wir sind ja heuer in Eupen gewesen, in Belgien. Wie hat es dir da gefallen? Mir hat es gewaltig gut gefallen. Auch der ganzen Musik und wir haben sogar Gastmusikanten mitgehabt, also wo sie uns ausgeholfen haben, wo wir wirklich ganz, ganz herzlich Danke sagen möchten demjenigen, der wo da mitgewesen ist und was ich mitkriege, hat es ihm ganz am besten gefallen. Ja, die Gerichte, Küche brodeln natürlich. Aber das Talfest selber, Mildo hat ja leider keins, muss ich sagen. Aber wie gefällt es dir so? Ihr seid immer wieder gern dabei, oder? Ist ja gewaltig, immer sagen, und auch ein bisschen der Konkurrenzgedanken, wie viel belebt das Ganze, weil immer sagen, wir können wie jedes Jahr, wirst du noch ärger und noch ärger und noch bärger. So soll es ja auch sein, oder? Soll das so sein, ist perfekt, super. Ja, Walter, werde ich dich nicht mehr lange aufhalten, ich weiß, ich habe so einen Auftritt. Ja, und vor allem ich hole jetzt einfach einmal einen Dusch. Prost, Gesundheit. Prost. Ja, eine alte Bekannte, die Christiane. Stolz steht sie da. Hast du schon gesehen, dass sie einen Cut hat auf dem Hirn? Christiane, jetzt musst. Warum? Warum du musst? Du hast da oben einen Cut. Erklär uns, was ist da passiert? Du hast das Blinken vergessen. Habe ich dann nicht noch da, bin ich zu Raffen gekommen. Er schaut nur wieder aus. Sind das Bettspiele gewesen oder Brettspiele? Panzerspiele. Du bist immer noch fleißig Magadanterin bei der Bundesmusikkapelle Mühldal. Mein Herz schlägt für Mühldal. Alle noch die gleiche Meinung? Alle noch die gleiche Meinung. Wer sich, nicht ändern. Wer sich jetzt nicht auskennt, das Talfest von 2011, glaube ich. Da wirst du noch schauen. 2011. Nein, ist alle noch. Noch besser. Du musst es raufgeben, es hängt runter. Was ist das da? So, bei mir jetzt die Isabel aus Luxemburg. Aus Luxemburg, ja. Bist du zum ersten Mal in der Wildschönau? Nein, ich komme schon 23 Jahre hierher. Da haben wir uns noch gar nicht kennengelernt. Schade irgendwie. Wie gefällt es dir hier? Ja, sehr schön. Sehr schön. Ist super hier. Ja, das sollten wir hören. So, hier sind wir nun im Zentrum des Talfests. Hier spielt sich alles ab. Hier wird gebraten, gebacken und gearbeitet. Hier sieht man eine Maki, die ist natürlich stark in der Arbeit. Maki. Nein, es muss ganz kurz, deine Eindrücke vom Talfest. Ja, momentan ist schon ein bisschen gnädig. Das heißt, du hättest gar nicht so wirklich Zeit, oder? Nein, eigentlich momentan nicht. Muss ich bei einem anderen fragen. Jochen, was ist da einer, der was gerne reden? Was du gehabt? C63. Ja. Ja, es scheint so, als wären wir da fast ein bisschen im Weg, aber uns ist das egal. Weil wir müssen natürlich zeigen, dass hier nicht nur getrunken wird, sondern auch gearbeitet. Schauen wir mal jetzt da hinter das Bier. Reinhard, servus, grüß dich. Reinhard, der dritte Tag jetzt.
Wie geht's dir? Aber es ist der Fürste, nicht der Dritte. Oder? Eigentlich ist die ganze Woche schon. Ja, es geht, siehst du. Das Geschäft läuft, das Zelt ist voll, das ist auch optimal. Das. Das heißt, die Frau zu Hause ist noch zufrieden, oder? Naja, die Frau, die haben jetzt eigentlich am Montag nicht mehr getroffen, aber. Aber zufrieden ist natürlich schon, da ich sagen. Ein Freibier? Ja, vorher auch. Ist zwar, oder? Ja, ja, ist zwar. Danke schön. Schau, Michael, so einfach geht es. Wir bedanken uns bei der Bundesmusikkapelle Oberauer. Recht schönen Dank. Arschhaft, geh einmal. So, Andi. So, bei mir jetzt die Elke Silberberger. Weiß ich nicht. Nimmer. Ehemalige. Nachbarin sind schon Bücher. Ah, du bist die Nachbarin. Okay, das gefällt uns natürlich gut. Erzählen Sie mal etwas über Michi. Da weiß ja keiner richtig, er steht aber hinter der Kamera. Jetzt sag ihn was. Jetzt erzähle ich was. Der neueste Stand ist... Ja. Grüezi wohl aus der Schweiz. Ja, hier ist die Auslandsredaktion von Wichnau TV Online. Abteilung Zensur. Leider können wir diesen Beitrag nur mit Bild gestalten, da es verboten ist, jegliche Hintergrundinformation der Mitarbeiter von Wichnau TV Online preiszugeben. Schnitt! Ja, und wir sind jetzt vorn heraus wieder beim Dollfest. Das ist der Wahnsinn! Woo! Und die Bier sind so geil kalt, oder? Ja, wie jedes Mal. Salve! Das ist jetzt unser Maskottrennen. Es wird genau die V-Online-Maskottrennen. Bleib senkrecht. Ganz besonders da. So, bei mir wieder mal der Markus, Obmann, noch immer Obmann von der Bundesmusikkapelle Niederau. Letztes Jahr war ja ein erfolgreiches Fest. Was sagst du zum Fest heuer? Ich glaube, dass auch ein erfolgreiches Fest haben darum. Sehr großes Fest, gut organisiert. Wird Spaß. Also dir gefällt es, wann seid ihr drauf? Circa um 17:30. Ich habe jetzt die Bundesmusikkapelle auch schon ein paar gefragt, wie hält man das aus, wenn man doch so lange eine Wartezeit hat? Wie überbrückt man das? Ja, mit viel Alkohol. Alkohol ist natürlich wichtig, aber haut das Spielerische nachher auch noch hin? Das haut immer hin. Wir werden uns davon natürlich später überzeugen. Danke, Markus, einmal. Und ihr habt es wieder als, 2015. Habt ihr wieder. Weißt du schon ungefähr, was für ein Thema und nein. Normalerweise ist ja vor dem Spiel, ist nach dem Spiel, heißt es im Fußball. Und wir machen ein Jahr Pause und das ist dieses Jahr. Dann geht es wieder weiter mit den organisatorischen Sachen. Also hast du noch keine Pläne? Nein, kleine schon, aber noch nichts Spruchreifes. Das heißt, wir dürfen auch gespannt sein, was der Markus auf Lager hat. Vielleicht ist er dann nicht einmal mein Obmann. Kann auch sein, oder? Weiß ich. Wollen Sie Neuwahlen? Nächstes Jahr. Werden wir schauen. Markus, ich wünsche dir viel Glück. Ja. Vielleicht solltest du vielleicht noch eine Werbekampagne machen für deine Musik. Nein, zwei Jahre machen wir keine Werbekampagne. Nein, dass du wieder Obmann wärst. Ach so. Ich meine, ich habe keinen Gegner. Mit dem Scheiß tue ich nicht mit. Hollerli, oh, hollerli, hollerli, aho. Juhuhuhui. Woher kommst du? Ich bin von Westendorf an Scholfenberg um, unter der hohen Scholf der Niedinger Bauer, der Ander. Ah, der Niedinger, von dem habe ich ja schon ganz arge Geschichten gehört. Ja, ja, bis Harmonie kennen Sie mich. Das ist eine Dirmenhaberie, ich darf nicht schlecht stehen, ich bin in der Presse. Ja, sei doch also so, du sollst ja ziemlich weiberleidisch sein, habe ich gehört. Nein, weil ich schon über 80 bin und 54 Jahre bin ich verheiratet. Und nachher tut's. Und bei den Vereinen bin ich und Zinsen denke ich, Arbeit tun ich meinen Kopf aus. Und gern Marsch dirigieren tue ich bei den Schützen und bei den Musikkapellen und bei den Tanzmusiken. Heute habe ich schon ein paar dirigiert. Und ist gut gegangen? Ja, das geht ja gut. Je öfter dass man es tut, je leichter ist. Hallo Uni, hallo Uni, hallo Uni. Ja, bedanken wir uns beim Niedinger Bauern. Zwestendorf, alles Gute und bleib's fröhlich. Büro schon und Zeit. Möchtest du jetzt erst trinken? Ja. Jetzt hab ich schon raus. Nein, Agnes, hast du auch Schnaps suchen lassen? Ja. Ich weiß ja, in Belgien, du schaust halt wahnsinnig gut aus. Aber? Aber? Aber in Belgien, du hast ein bisschen, kleines bisschen zerstört ausgeschaut. Ein bisschen vielleicht, ja. Passiert das öfter? Nein.
Aber in Belgien, es war der dritte Tag, wo ich zerstört war. Die anderen zwei sind gut gekommen. Du weißt schon, dass man nicht lügen darf. Speziell vor der Kamera nicht. Ich lüge nicht. Ja, sie hat ein enges Gesicht, aber ich glaube, da schlummert der Teufel drin. Ja, ja, ganz gewiss. Ja, Agnes, dann trinken wir mal ein Glas Schnaps, oder? Schon wieder. Ein bisschen zittrig bist du heute noch. Ja, das ist ja noch zu weit drunter und das ist dein Zug nicht. Warte ein bisschen. Habt sie jetzt auf das, ja? Ja, und den Rest sechs ja beim nächsten Mal bei Virginau TV, da geht's ganz auf. Und bereits zum 17. Mal fliegen wir hier im Schlauenau-Fest. Und ich bedanke mich für drei Wochen. Hopp, zack, zack. Das. Hast du noch was zu sagen zu der Allgemeinheit? Nein. Ich habe mir die Sprache verschlagen. Sie ist aber sehr redefreudig. Warum heute nicht? Redefreudig? Ich? Dabei bin ich aber so ruhig. Ja. Kommt mal sehr. Wir bedanken uns bei der Babsi recht herzlich für die Schnaps, was wir gekriegt haben. Ja, hat leicht sein können. Wir merken wieder Bussen, oder wie? Ja. Ja, einen Gast darf ich auch noch begrüßen. Ich weiß zwar nicht, wo es herkommt, werde es uns aber gleich sagen. Woher kommst du? Ich bin von Sölln. Von Sölln, du bist heute mit den Heumaschinenträger und so dabei gewesen. Ich bin mit dem Ladewagen mit dem Heu gefahren. Mir hat das total gut gefallen, weil die Bauernschaft und so ist normalerweise ein bisschen bodenständig, aber dann dort da ist Pinke, tragt man das in Sölln so? Nicht jeder, aber mir gefällt es, das bin ich. Also das macht mich aus. In Sölln. Wir werden da keine Frage nacheinander. Bitte? Wir werden in Sölln geheult. Muss ich jetzt Deutsch reden? Nein. Ja, auch mit der Hand. Ich mache mit meinem Meer und lege alles mit der Hand an. Und da seid ihr so suchen. Nein, nicht einmal. Ich habe nämlich gesagt, da darf man das Heu nachfreien. Also wenn so. Nein, das geht ja nicht, da verliere ich alles. Nein, da sind wir dann schon normal und suchen. Steig mal da. Du bist zum ersten Mal beim Dollfest? Ja. Gefällt's dir? Ja, geht. Okay. Du kommst also wieder in Zukunft? Ja, werden wir schon wieder kommen. Oder hast du vielleicht hinten herin schon einen Bauern, oder? Nein, gefunden habe ich mir noch keinen. Tja. Die ganze Masse, sie wartet. Ja, ja. Schau nur, wie ich beurret. Du darfst nicht so abseits hucken. Ja, zuerst mal essen und ein bisschen runterkommen und dann schauen wir mal, was noch geht. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Glück und danke. Du bist der Moderator, red du einmal. Hast du was gesagt? Nein, sie wollte es am Mund nehmen. Ja, da haben wir noch die Sturmleder, die sind ja ungewesen in Belgien. Wie hat es Ihnen gefallen in Belgien? Mir ist gut gefallen, ja. Eine typisch deutsche Organisation, 915 Schuss und 29 Abmarsch, oder? Ja, es war eine gute Staffelung, hat aber total gut hingehauen, die Verpflegung und so war super. Ich habe es ganz bestens organisiert und mir ist gut gefallen. Auch. Erstens einmal, ja, dass sie das Deutschtum so bekennen dazu, ganz offiziell eigentlich. Auch, ja. Und ich freue mich über so kommen. Ja, ja, dann treffen wir es auch schon. Erich, wie hat es dir gefallen? In Belgien. Ja, gut hat es mir gefallen, aber vier Stück Kaffee haben wir müssen. Das sind so viel weg gewesen. Bei den Umwelt gewesen sind, als haben wir so geschwitzt, dass wir von der Fahrtkammer rauskommen. Ist der Musik auch nicht anders gegangen, aber wir haben keine vier Stück gehabt. Musik? Na, das ist nicht, weil das haben wir einen Vorteil gehabt. Warum? Ja, weil das mit Instrumenten nicht so weit aufhören können. Aber Berg ist gewesen, schön ist gewesen. Ich hätte mich gerade mal nicht mitgefunden. War. So sehen wir auch mal ins Ausland kommen. Und fahren wir das nächste Mal wieder mit? Richtig, Persona starten wir mit. Also eine kleine Werbevorstellung, schon oder auch nicht, oder? Vielleicht, weil das ein Rosker von Haufen Geld überbleibt, oder? Also ich war sofort dabei. So, danke, das waren jetzt mal ein kleiner Teil der Sturmlieder, die auch in Belgien dabei gewesen sind. Mir hat es gefallen, ihr hat es gefallen. Ich hoffe, es war eine gute Werbung. Also schöne Grüße nach Alpen, nach Belgien in diesem Sinne. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder.
Ja, und nun möchte man natürlich auch noch wissen, wie es einen von den Gemeinderäten gefällt. Und Luke, was hast du für einen Eindruck von Dorffest? Ein Traum. Ich muss sagen, überall ein Traum, innerer Traum, niederer Traum. Und X-Berges gibt es nicht. Das hat schon fast nach Wahlwerbung geklungen. Sind bald schon wieder Wahlen? Ich hoffe nicht. Du hast jetzt einen Gast neben dir. Wer ist das? Ich bin die Theresia. Theresia aus? Bregenz. Bei Hart, also Hart eigentlich. Du bist zum ersten Mal da, oder? Ja. Und was sagst du, gefällt es dir gut bei uns? Ja, super. Schön. Sagst du jetzt da am Bauern, oder wer ist? Nein, ich lass mich finden. So, ich darf mich jetzt recht herzlich verabschieden wieder von der Witschenau TV, weil wir hören sie schon, die Friedensglocke, die was jetzt läutet vom Friedensmonument. Ja, und dazu hat uns auch jemand ein Video zukommen lassen, Absender anonym, aber es zeigt hier unseren Bürgermeister bei einem Auslandsseminar, das da geheißen hat, Tänze und Bräuche zu Walpurgisnacht. Ja, und wenn wir Glück haben, dann wird uns das der Bürgermeister dann auch oben auf dem Rosskopf vorführen. Wir von Witschnau TV haben uns natürlich bereit erklärt, eine Tafel zu spenden. Die schaut dann so aus. Also, wenn es dann rauf geht zum Rotzkopf, dann einfach nur läuten und dann passiert das Ganze. Also, ich bedanke mich recht herzlich wieder fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal bei Witschnau TV. Online. Hallo! Hallo! Kommt jetzt hier mal jemand? Freude bringen mit kleinen Dingen. Dank und Anerkennung im Kran. Dank und Anerkennung. Alles Gute und Schöne.